Meine Lieben, wir reviewen heute für euch einen Zahnsteinentferner für zu Hause. Im Grunde genommen sollte das dasselbe Gerät sein, das man bei jedem Zahnarzt findet, ein Ultraschallskaler. Wir werden uns anschauen, was drinnen ist und vor allem werden wir uns anschauen, wie funktioniert das Ganze. Ich bin sehr gespannt. Richtig gut, gefällt mir. So einen Spiegel findet man auch bei jedem Zahnarzt. Ich glaube, unsere sind ein bisschen länger. Auch bei uns ist es so, man kann die abschrauben. Also generell Spiegel, okay. Und jetzt das Herzstück. Wie eine elektrische Zahnbürste würde ich sagen, das ist der Aufsatz, mit dem man den Zahnstein entfernen sollte. Ich bin sehr gespannt. Was wir in der Box noch bekommen, sind ein Schlüssel, um den Aufsatz zu tauschen, und zwei andere Aufsätze. Wir werden uns jetzt die Aufsätze anschauen. Dieser Aufsatz hier ist sehr, sehr breit. Ich würde nicht unbedingt empfehlen, mit dem zu arbeiten. Man muss sich auch anschauen, wie gut das Gerät funktioniert, wie schnell es schwingt. Ich kann mir vorstellen, dass man damit, wenn die Fläche zu groß ist, den Zahn eventuell beschädigen kann. Also ich würde jetzt nicht unbedingt diesen Aufsatz empfehlen. Die anderen beiden sind ähnlich. Also normalerweise arbeiten wir mit solchen Spitzen, die sich nach vorne hin verjüngen. Also die beiden würde ich diesem hier vorziehen. Und jetzt schauen wir uns an, wie man das abmontieren kann. Gut. Hier haben wir unsere Spitzen jetzt. Die breite Spitze lege ich zur Seite, die werden wir nicht verwenden. Und die anderen beiden sind sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, eine ist einen Hauch dünner. Wir werden das jetzt neu einspannen. Also es ist einfach wie eine Schraube, die man einschraubt. Und wichtig ist für die Funktion, dass man das mit dem Schlüssel relativ fest anzieht. Jetzt laden wir das gute Stück auf und schauen, wie effektiv entfernt das Zahnstein. Wie schaltet man das Gerät ein? Ein Knopfdruck und das Gerät ist an. Man hört keinen Ton, aber diese Spitze schwingt schon wahnsinnig, wahnsinnig schnell im Ultraschallbereich. Ausschalten, auf den Knopf länger drücken. Und jetzt möchte ich noch eine Sache erwähnen, die in der Betriebsanleitung steht, die wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Es steht: Legen Sie den Reinigungskopf nicht längere Zeit auf die Oberfläche der Zähne. Bitte kratzen Sie mit dem Reinigungskopf in einem Winkel von 45 Grad, um hartnäckigen Zahnstein und Flecken auf den Zähnen zu entfernen. Also es sind eigentlich zwei Anweisungen. Ich würde niemandem empfehlen, das zu Hause zu machen. Der erste Hinweis: Legen Sie den Reinigungskopf nicht längere Zeit auf die Oberfläche der Zähne. Das heißt, wenn man... Jetzt ist es ausgeschaltet. Wenn ich mit einem Ultraschallgerät meine Zähne vom Zahnstein entfernen möchte, darf ich nicht am Zahn ankommen und diesen Ultraschallkopf am Zahn belassen, ohne ihn zu bewegen. Das heißt, wenn ich das drauf halte und auf dem Zahnschmelz bleibe, ist es zu 100% garantiert, dass ich meinen Zahnschmelz kaputt machen werde. Ein Ultraschallgerät sollte immer in Bewegung am Zahn entlang gleiten. Und ich glaube, das ist wirklich für den häuslichen Gebrauch das Wichtigste, das man beachten sollte, und die größte Gefahr. Wenn wir damit arbeiten, halten wir das so wie einen Stift. Federstielgriff nennt sich das. Und es wurde gesagt, im 45-Grad-Winkel. Wenn das meine Zahnoberfläche wäre, wäre das parallel dazu, das wäre 0 Grad. Und das hier wäre 90 Grad. Der empfohlene Neigungswinkel davon ist 45 Grad. Die Spitze ist der aggressivste Teil von einem Ultraschallgerät. Die macht den Zahnschmelz kaputt, wenn ich es direkt auf den Zahn halte, im 90-Grad-Winkel.
und sie macht den Zahnschmelz kaputt, wenn ich es mehrere Sekunden lang auf dem Zahn so belasse. Ich würde nicht einmal einen 45 Grad Winkel empfehlen, sondern parallel am Zahn entlang fahren. Und jetzt teste ich das Ganze für euch. Ich bin schon sehr gespannt. Die Einstellung, die ich wähle, ist soft. Ich traue mich wirklich nicht, auf eine stärkere Einstellung zu gehen, weil ich nicht weiß, wie das funktionieren wird. Ich habe ein paar Verfärbungen im Unterkiefer und wir sehen uns jetzt an, wie das funktioniert. Also man hört, wie die Spitze arbeitet. Also wenn ich am Zahn ankomme, macht es ein Geräusch, das heißt, die Ultraschallspitze ist aktiv. Im Unterkiefer habe ich einen Retainer. Das ist nach der Zahnspange, der hält meine Zähne in Position. Das Blöde am Retainer ist, dass er auch eine Putznische ist, das heißt, hier kann sich sehr viel Zahnstein verfangen. Das lasse ich jährlich reinigen, aber nichtsdestotrotz durch den Speichel und durch Essen sammelt sich da immer wieder Zahnstein an und ich werde jetzt versuchen, das zu reinigen. Also die Empfehlung wäre es, mit der Spitze möglichst parallel am Zahn entlang zu fahren. Ihr habt das Gefühl, es hat jetzt den Zahnstein und die Verfärbungen nicht unbedingt sehr gut weggebracht. Wir haben, wenn es darum geht, bei der Mundhygiene, bei der professionellen Zahnreinigung, beim Zahnarzt, viele, viele andere Geräte, die das sehr viel besser machen. Die Gefahr, die ich bei diesem Gerät sehe, ist einerseits, dass man sich den Zahnschmelz kaputt macht, wenn man es falsch anwendet, wenn man direkt den Kopf auf den Zahn platziert im 90-Grad-Winkel, das sollte man auf keinen Fall machen. Und die zweite Gefahr, die ich sehe, ist eben durch die falsche Anwendung, dass man den Zahn, anstatt ihn zu reinigen, eher aufraut. Das heißt, dass man den Zahnschmelz mikroskopisch kaputt macht und dass der Zahnschmelz oder die Zahnoberfläche rauer werden. Und was heißt das? Das heißt, für diesen Tag hätte man vielleicht die Oberfläche gereinigt, aber diese Oberfläche verfärbt sich dann noch viel, viel schneller. Das Fazit ist, ich würde es im häuslichen Gebrauch nicht unbedingt verwenden. Also eine Zahnbürste, eine elektrische Zahnbürste macht ihren Job wunderbar. Wenn bei Patienten ein erhöhtes Kariesrisiko besteht, ein erhöhtes Zahnsteinrisiko, wenn man einen Retainer trägt, wenn man vielleicht eine Zahnspange hat, sollte das Intervall einer professionellen Zahnreinigung etwas verkürzt werden. Man kann zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen, aber man kann sich sicher sein, die Zähne werden nicht kaputt gemacht.